Dieser Bus hier hinter mir gehört mit Sicherheit zu den etwas luxuriöseren Exemplaren hier auf dem Messegelände. Der ist von innen so richtig klasse zurechtgemacht und wir dürfen auch gleich hineinschauen. Wenn man sich jetzt so einen Luxusbus zulegen möchte, dann braucht man in der Regel schon die Hilfe einer Bank. Am besten einer, die auf genau solche Objekte spezialisiert ist, zum Beispiel die GEFA-Bank. Wir dürfen jetzt mal hineinschauen in diesen Edelbus und treffen uns dort mit Michael Schulte. Ein Nutzfahrzeug dieser Größe und Ausstattung bleibt für viele nur ein Traum. Wer sich diesen Traum aber erfüllen möchte, findet bei der GEFA Bank Beratung und Hilfe bei der Finanzierung. Die GEFA ist ja schon seit über 65 Jahren am Markt in Deutschland. Wir sind der größte herstellerunabhängige Finanzierer in Deutschland. Ein Kunde kann von uns erwarten, dass wir ihm kompetent und faire Angebote erstellen. Und zwar so, wie er das Fahrzeug individuell nutzen wird. Individuelle Beratung, maßgeschneiderte Angebote, das möchte man dem Kunden bieten. Eine Messe wie die IAA ist perfekt, um im direkten Gespräch Vertrauen zu schaffen. Das Hauptwort ist Kundennähe. Wir, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, leben von der Kundennähe. Es zeichnet uns aus, dass wir uns sehr verbunden fühlen mit den Menschen, die diese Objekte nutzen. Und darüber hinaus haben wir eine sehr große Objektexpertise. Es ist nämlich sehr wichtig einzuschätzen, wie werthaltig ein bestimmtes Objekt, gerade so ein Bus, ist. Was sind es in der Regel für Kunden, die mithilfe der GEFA Bank ihr Nutzfahrzeug finanzieren? Wir haben es fast überwiegend mit dem deutschen Mittelstand zu tun. Und das sind Menschen, die sehr hart arbeiten. Und da erwarten die Kunden auch von uns, ja, dass wir sie entsprechend beraten, sagen, wie lange kann man so einen Bus finanzieren und wie viel kann ich im Monat bezahlen, wie kann man das vernünftig aufbauen. Wer sich ein Angebot lieber erstmal online erstellen lassen möchte, findet bei GEFA auch hierfür eine kundenfreundliche Plattform. Mit dem neuen Service- und Finanzierungsportal lassen sich Raten kalkulieren und papierlos finanzieren. Wo Mieten mehr Sinn macht als Kaufen, kommt die GEFA-Tochter Pema ins Spiel. Der international agierende Nutzfahrzeugvermieter präsentiert sich ebenfalls im Rahmen der Messe und stellt seine Pema Mobility World vor, mit der er sich an Transportunternehmer, Disponenten, Fuhrparkleiter und Fahrer wendet, die für ihr Unternehmen Dienstleistungen zur Bewältigung der täglichen Aufgaben suchen. Das imposante Servicefahrzeug am Stand von Pema zieht nicht nur optisch viel Aufmerksamkeit auf sich, sondern steht auch symbolisch für die Serviceleistungen, die bei Pema zur Miete eines Nutzfahrzeugs dazugehören. Dem Kunden die beste Lösung zu bieten, auch wenn dieser nicht die großen finanziellen Möglichkeiten hat, das soll durch Miete und Finanzierung von Nutzfahrzeugen erreicht werden. Mithilfe der GEFA Bank und dem Tochterunternehmen Pema kann man also auch als mittelständisches Unternehmen das ganz große Rad drehen.